Oh Mann, ich möchte Len umarmen, so sehr, dass er sich nicht mehr befreien kann. Werd meine Arme brechen sicher. Brech mir die Arme, Len. Wenn ich zusammen mit Len shoppen gehe, werde ich sagen, dass es ein Date stimmt, nur um mir eine Verlegenheit zu bringen. Lens Haare sehen aus wie eine Banane, also habe ich einen von seinen Kleinen gesteckt und gefragt, wie lange es dauert, bis er es bemerkt. Doch schon, wenn ich mir aus dem Haus ging und als er wieder kam, war sein Gesicht feuerrot und hatte die Banane in der Hand, was ich mit ihm ins Bett gehen lassen wollte. Hass, 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 Hass. Ich will Len in den Nacken pusten und wenn ich sehe, dass es unangenehm ist, sehe ich mehr. Mehr! Ihr müsst unbedingt Len Kagamino unter 18 bei Pixels suchen. Ihr habt mein Einverständnis, es wird sich lohnen. Auch wofür Leute Master soll Len Kuroneko cosplayen. Doch mit enttäuschtem Blick stelle ich fest, dass ich mich viel zu flachbrüstig zeichne. Ich habe einen viel größeren Brust als du sagte und ich will diesen Idioten wieder haben, um ihn dagegen anzuwerfen. Als ich eines Morgens aufwachte, fand ich Len Kuroneko als erwachsenen Mann vor und weil ich nicht wusste, was ich sagen wollte, sitze ich still hin und frühstückte. Aber jetzt will ich das nicht entschuldigen, weil ich jetzt hingeschickt benutzt habe. Und wenn er sagt, ich liebe Bananen, weil ich könnte deine Bananen sein, ganz höflich und so. Eigentlich darf Lenko keinen Nebenjob haben, aber ich habe ihn in einem Backcafé arbeiten sehen und ich werde ein Foto von dem Gesicht machen und behalten. Weißt du, auch jetzt hat Lenko noch nie höflich mit mir geredet. Und wenn ich sage, du könntest eine Sekunde höflich reden, stimmt bitte. Oh mein Gott, das wäre der Hammer. Ein Magic Boy, ne? Mein Lenko. Und ich so, wenn Lenko ein Magic Boy werden würde, wäre er Magic Boy der Invent. Aber dann würde er behaupten, dass so etwas nicht existiert. Also bereite ich dann in Görn ein Gericht darüber. Lenko kam jetzt wieder nach Hause und setzte sich neben mich auf die Couch. Es wäre so cool, wenn er jetzt einschlafen mit dem Kopf auf meine Schulter fallen würde. Lenko schiebt die Augen und dreht sich mit den Lippen in meine Richtung. Nachdem ich einen Panikattack überwunden habe, werde ich mich drücken, Coach, dann denke ich. Eins bin ich Lenko und auf der Straße über den Weg gelaufen und sagte, wow, eine Brille. Naja, normalerweise trage ich Kontakte, sie sagte. Ich kann mir gut vorstellen zu antworten, hey, die steht voll gut. Und wenn er dann zu mir sieht, werde ich sein wunderschönes Lächeln genießen, während er mich zu Tode prügelt. Ich liebe dich schon so lange, würde ich gerne ein SMS von Len lesen. Oh ja, wenn ich dann antworte, also ich dich eigentlich auch. Was bitte, bitte geh nicht auf. Okay, mein Herz auch da, dass du rasen antworte ich. Ups, falsche Nummer. Haha, fuck my life, mein Leben soll ein Lied sein. Mann, bin ich müde.